Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Rouge, aber vor allen Dingen heute mit einem ganz tollen Gast, nämlich Sasrael ist heute dabei. Hallo zusammen, danke Rouge, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich tierisch, dass du mitmachst, da brauchst du dich nicht bedanken, ich danke dir dafür. Und wir haben uns was ausgedacht, nämlich wir erleben immer wieder einmal selbst, wie Leute versuchen uns zu scammen, aber wir sehen natürlich auch immer wieder, wie insbesondere neue Spieler gescammt werden, aber selbst lang erfahrene Spieler sind nicht immer 100% sicher davor. Und es gibt ein wahres Füllhorn an Scam-Tricks. Und damit wir alle da ein bisschen mehr Durchblick haben und damit ihr vor allen Dingen versteht, welche Dinge ihr zwingend beachten müsst, machen wir eine Videoreihe zum Thema, wie verhindere ich gescammt zu werden. Heute erklären wir euch die 12 goldenen Regeln dazu und in den nächsten Videos zeigen wir euch die einzelnen Tricks, wie sie funktionieren und wie ihr euch genau dadurch auch davor schützen könnt. Von daher starten wir einfach mal mit der goldenen Regel Nummer 1. Wenn du Dinge verkaufst, dann verkaufe diese auf deinem eigenen Grund. Ganz einfache Sache. Wenn du etwas verkaufst, dein Item, kann dich keiner scammen auf deinem eigenen Plot. Denn er kann dich weder runterkicken, er kann dich nicht töten. Du bist der Herr über deinen Plot, du bestimmst die Regeln auf deinem Plot und niemand anderes kann dir da dazwischen funken. Kommen wir zu Regel Nummer 2. Lasst euch vom Verkäufer erst das Geld geben. Achtet aber auch genau drauf, dass ihr nicht mit Fake Money bezahlt habt. Habt ihr das Geld bekommen, könnt ihr beruhigt die Ware rausgeben. Genau, und damit sind wir auch schon bei Regel Nummer 3. Angebote, die sich zu gut anhören, sei es zum Beispiel ein Beacon, der eigentlich aktuell 1700, 1800 Dollar kostet, plötzlich für 1000 Dollar angeboten wird. Oder ein EP-Rahmen plötzlich für 5000 Dollar angeboten wird. Oder was auch immer. Wenn der Preis so gut ist, dass man sagt, boah, das muss ich ja kaufen, dann ist es, ich behaupte mal, in 99% der Fälle eine Falle. In 1% der Fälle ist es ein Streamer, der sich gerade im Battle mit einem anderen liefert, als möglichst Scam-aussehender Typ trotzdem Sachen zu verkaufen. Das gibt's auch. Aber nein, macht's einfach nicht. Lasst die Finger davon, ist riskant. Und wenn, dann nur bei Spielern, die ihr wirklich gut kennt. Kommen wir zu Regel Nummer 4. Bei Admin-Items müsst ihr wirklich ganz genau hingucken. Da gibt es zum Beispiel Beispiele, achtet auf die Signatur von Abgegrieft HD. Also wenn da richtig geschrieben ist, ist alles richtig. Es gibt aber auch Fälschungen, wo er auf einmal mit Doppel-I geschrieben wird. Ganz genau. Achtet an der Stelle aber auch bitte auf die Verzauberung, wenn es zum Beispiel ein verzaubertes Item sein soll. Eine Lotvarus-Axt beispielsweise kostet ungefähr 300.000 Dollar. Diese gibt es in der Originalversion und diese gibt es gefälscht. Wie erkennt ihr das? Die Verzauberungen müssen übereinstimmen. Die Verzauberungen könnt ihr übrigens sehen, wenn ihr auf Grieferwert.com dieses Item aufruft und dort einfach mal schaut, hey, auf dem Foto bei Grieferwert, welche Verzauberungen stehen da drunter und welche stehen unter diesem Item? Ist das echt oder ist es ein Fake? Regel Nummer 5. Wenn ihr unsicher seid, ob ihr es mit einem Scammer oder mit einem ehrlichen Spieler zu tun habt und ihr sonst keine Hinweise dafür findet, vertraut keinen Scam-Frei-Items in der EC oder ähnlichem, sondern fragt im Zweifel einfach mal im öffentlichen Chat, scammt der und der. Bekommt ihr dort mehrere Antworten, die sagen, nein, der ist safe, dann habt ihr zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, dass es safe ist. Schreibt aber auch nur ein einziger oder mehrere, weiß nicht, nee, nee, der scammt, dann lasst vielleicht sicherheitshalber einfach die Finger davon. Einige faken auch diese Meldung im Chat und deswegen ist es ganz wichtig, dass mehrere Leute sagen, dass der Scam frei ist. Eine oder zwei reichen nicht, denn man kann über Begrüßungsnachrichten, wenn man einen Plot betritt, auch scamfreie Nachrichten einfach lostreten. Die wirken so, als hätte sie ein Spieler geschrieben, sind es aber nicht. Also geht auf Nummer sicher und handelt nur dann mit der Person, wenn wirklich die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass er nicht scammt. Kommen wir zu Regel Nummer 6. Wenn ihr was kaufen möchtet, zum Beispiel auf einem anderen CB und es ist nicht euer Plot, ganz wichtig, lasst eure Wertgegenstände daheim in einer Kiste oder packt sie in die EC, weil es kann sein, dass ihr in eine PH-Falle landet oder einfach getötet werdet, wenn ihr auf einem fremden Plot seid. Und das wollt ihr unter allem vermeiden. Eine ganz wichtige Sache, wenn ihr am Handeln seid. Wenn euch jemand auffordert, auf neutralen Boden zu gehen, auf eine Straße oder auf ein leeres Plot, dann werdet bitte unheimlich skeptisch. In der Regel ist das der Anfang eines Scams. Denn die Straße könnte wieder mal, wie eben schon erwähnt, eine Fake-Straße sein. Und ganz besonders leere Plots, die niemandem gehören, das wissen die wenigsten, ist grundsätzlich PvP an. Das heißt, jeder kann euch auf diesem Plot töten. Wenn ihr dann die Sache im Inventar habt, die ihr kaufen oder verkaufen wollt, spielt gar keine Rolle, die ihr vielleicht auch gerade gekauft habt, ja, dann habt ihr ihm das Geld gegeben, er tötet euch, holt das Item wieder und hat beides. Also, niemals und
unter keinen Umständen auf einem leeren Plot handeln. Kommen wir zur Regel Nummer 8. Finde ich persönlich einer der wichtigsten Regeln. Wenn ihr auf einem Plot eines anderen Spielers seid und dieser euch bittet oder sogar schon langsam anbettelt, das Item, was er kaufen möchte, in eurer EC zu verschieben oder ins Inventar zu nehmen, bitte verlasst das Grundstück, bevor ihr das macht. Oder geht auf euer eigenes. Nicht, dass er euch dann zum Beispiel mit dem P-Kick das Item klauen kann. Oder es kann sein, dass ihr dann eventuell auf einer Fake-Straße seid. Deswegen ist es ganz wichtig, geht auf euer Plot, wenn ihr was verschieben wollt. Solltet ihr euch trotz allem, was wir bisher gesagt haben, unsicher sein, dann handelt definitiv nicht ohne MM. MM ist der sogenannte Middleman, der Mann in der Mitte. Also die Person, die von euch die Ware oder das Geld nimmt und vom Käufer oder Verkäufer eben ebenfalls die Ware und das Geld. Wichtig an der Stelle, es sollte eine vertrauensvolle Person sein. Also entweder nehmt jemand als MM, den ihr schon lange kennt und wo ihr wisst, dass er sicher und scamfrei ist, oder ihr schaut auf die Trusted MM-Liste, die es im Griefer Games Forum gibt, oder auf meinem Discord-Server ist der Link dazu, da könnt ihr auch gerne nachschauen, denn wer auf der Trusted MM-Liste steht, ist zumindest zu 99,9% sicher. Auch da gab es schon Ausnahmen, aber in aller Regel ist das wichtig. Fragt auch gern den MM, ob er den Schaden ersetzt, wenn etwas schief geht. Das sollte ein guter MM tun. Handelt nicht mit einem Spieler, der noch nicht lange auf Griefer Games als MM ist, denn wer nicht das Geld besitzt, den Schaden zu ersetzen, wenn etwas schief geht, der sollte auch kein MM sein. Guckt dafür mal in mein Video, goldenen Regeln eines Middleman, so werde ich Middleman. Da erkläre ich das Ganze nochmal etwas genauer. Kommen wir zu Regel Nummer 10. Wenn ihr Items verkauft und sie in eine Truhe legt, damit sie der Käufer entgegennehmen kann, gebt ihnen kein Petwasht, sondern Pet. So können sie nicht das Biom ändern und euch mit einem Bett töten. Zudem könnt ihr schnell den CB verlassen und in das Portal gehen, wenn er anfängt zu griefen. Sobald ihr den CB verlasst, kann er nichts mehr machen. Genau, im besten Fall geht ihr dann in der Zwischenzeit kurz auf ein anderes City-Bild, gebt dem Befehl ein /remove und den Namen von der Person, mit der ihr gehandelt habt. Drückt einmal Enter, dann ist das im Chat gespeichert. Geht zurück auf euren alten City-Bild, drückt einmal die Pfeiltaste nach oben, Chat, also T-Chat aufmachen, einmal Pfeiltaste nach oben, direkt Enter. Dann habt ihr den Remove-Befehl eingegeben. Derjenige ist vom Plot entfernt, das macht ihr am besten zweimal hintereinander, um ganz sicher zu gehen, und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Klar, ihr könntet auch sofort P, Remove und den Namen eingeben, das dauert aber länger, als schnell ins Portal zu springen. Ja? Also, wenn ihr unsicher seid, wenn ihr das Gefühl habt, euch wird das Plot gleich gegrieft, dann springt einfach schnell ins Portal und löst es auf diesem Weg. Regel Nummer 11. Beim Betreten eines Plots, eines fremden Spielers, ist es sinnvoll, immer einmal /PI zu machen. Prüft, welches Biom eingestellt ist, prüft, welche Flex gesetzt sind, so dass zum Beispiel keine Explosion an ist, dass ihr nicht in einem Nether-Biom seid, wo ein Bett explodieren würde, oder auch, dass einfach schlicht und ergreifend PvP an ist. Denn das ist schon ein erster Hinweis darauf, dass möglicherweise etwas nicht stimmt. Vergesst aber bitte auch nicht, selbst wenn ihr es geprüft habt, PvP kann jederzeit wieder eingeschaltet werden. Wenn also jemand aus irgendeinem dubiosen Grund beim Handeln plötzlich anfängt, ein Schwert zu zücken oder einen Bogen, dann sucht ihr am besten das Weite, und zwar so schnell wie möglich. Vielleicht legt ihr euch einfach einen Shortcut mit /PH an und dann seid ihr per Tastendruck sofort wieder auf eurem Plot zu Hause und euch passiert nichts. Und genau, deine Regel Nummer 12. Genau, zu unserer ersten, vorletzten Regel. Also Nummer 12 ist auch einer meiner obersten, auf die ich immer achte. Hütet euch bitte vor dem Oberscammer, der Item Remover. Egal, ob ihr Verkäufer oder Käufer seid, habt immer den Item Remover im Auge, weil er gibt euch leider Gottes nie die Sachen zurück. Genau, kaum ein Scammer gibt euch jemals was zurück, aber Item Remover, die ist ganz hart drauf, gibt niemals was zurück. Okay, wie die ganzen Tricks funktionieren, wie ihr euch davor schützen könnt, das zeigen wir euch in den nächsten Videos am echten Beispiel, wo ich mich von Sasrael scammen lasse oder vielleicht auch ich die liebe Sasrael scamme. Schauen wir mal. Und dann heißt es wieder einschalten, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts verpassen wollt, und ich freue mich auf eine gute Zeit mit euch. Und Sasrael, vielen Dank, dass du mitmachst, macht echt Spaß mit dir. Dankeschön, also bis demnächst und schaltet auch rein und Daumen nach oben, liebe Leute. Ciao. Tschüss.